Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube-Koi-Blog. Heute mal bei Koi Corner Hatten in Berne. Das ist der neue Standort. In Hatten hat man auch noch einen Standort. Aktuell hat man sozusagen zwei Standorte. Aber man möchte nun hier in Berne die Fische verkaufen. Wir schauen uns einfach mal den neuen Laden an, denn der ist wirklich recht neu angelegt. Und tatsächlich findet ihr hier alles rund um den Koi-Teich. Natürlich auch Koi-Futter, aber auch einiges an Teichmaterial, ob das nun Bauteile sind oder Kescher. Man ist hier bestens ausgerüstet. Und wenn wir ein bisschen weiter reingehen, dann sehen wir, dass hier ein großer Folientunnel ist. Gesäumt links und rechts mit Becken, in der Mitte ist ein Steg. Und hier sind tatsächlich noch nicht mal alle Becken fertig. Man ist hier noch mitten im Umbau, auch im Umzug. Und so sieht das Ganze aus. Hier gibt es rechteckige Becken, die dann später noch mit Folie ausgekleidet werden. Und natürlich sollen dort weitere Fische einziehen. Man bietet hier auch eine recht schöne und große Auswahl an. Und zwar einfach von der Yoshikigoi Koi Farm. So sehen die Becken aus, wenn sie dann gefüllt sind. Mit Fischen aus Polen von der Yoshikigoi Koi Farm. Man hat sich darauf spezialisiert und damit auch echt gute Erfahrungen gemacht. Und auch die Stammkunden von Koi Corner Hatten sind super zufrieden damit. Unter anderem gibt es ja auch eine Menge Tosei. Da ist richtig Rambazamba in dem Becken. Das macht schon gut Laune, da reinzuschauen. Und auch preislich wirklich sehr, sehr attraktiv. Ja, hier gibt es gleich drei Becken mit Tosei auf der Seite. Und da sind richtig viele unterschiedliche Varietäten drin. Die Yoshikigoi Koi Farm habe ich euch schon mal gezeigt. Die habe ich nämlich euch schon mal besucht. Und da schwimmen wirklich Fische mit einer super tollen Hautqualität. Das hat schon ein hohes Niveau, was dort gezüchtet wird. Und es gibt auch viele Liebhaber, die die Fische dieser Farm sehr schätzen. Hier bei Koi Corner Hatten hat man sich spezialisiert auf Trommelfilter von der Marke Filtro. Denn man baut hier auch Teiche und setzt dort vorwiegend Trommelfilter ein von dieser Marke und damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Hier gibt es unter anderem auch einen Parkplatz und hier im Hintergrund zu sehen einen Bagger. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt. Man baut hier nämlich auch Teiche in Eigenregie, macht hier wirklich alles selber und hat sich auch so ein bisschen darauf spezialisiert, das Ganze mit Sandwichplatten zu machen. Das ist echt eine super einfache und tolle Bauweise, weil die Wände auch gleich isoliert sind. Und dann wird das Ganze mit Folie ausgekleidet, mit PVC-Folie, die man auch hier selber einschweißt. Bodenabläufe, Skimmer, Rückläufe, alles so, wie es sein soll. Und dann entstehen auch wunderschöne Teiche, die auch preislich echt super erschwinglich sind. Ich finde, da gibt es einige tolle Projekte, ob das nun kleinere oder größere Teiche sind. Man macht natürlich auch Teichumbauten, das heißt, wenn ihr eure Gartenteiche in einen richtigen Koi-Teich umwandeln wollt, dann wird das hier von Koi Corner Hatten auch realisiert. Bisschen mit Aquaponik setzt man sich auch auseinander, auch ein super interessantes Thema, wo man letzten Endes das Wasser von den Fischen zur Zucht von ertragreichen Pflanzen nutzt. Hier gibt es auch ein paar richtig tolle Koi von der Yoshikigoi Koi Farm, wie unter anderem diesen Deutsch-Kohaku. Schon ein ordentlicher Kollege und daneben gleich noch ein Becko oder geht auch Richtung Shiro Otsuri mit dem Schwarz am Kopf. Ja, die Yoshikigoi Koi Farm hat schon wirklich sehr, sehr tolle Deutsch-Fische. Zieht euch am besten auch nochmal das Video von der Farm rein. Wir setzen euch jetzt einfach nochmal ein paar Tosei und ein paar andere Koi in die Wanne und in den Kescher, dass ihr die auch nochmal im Detail betrachten könnt. Hier ein schöner Shusui und ich denke, auf den ersten Blick wird auch gleich ersichtlich, was ich meine mit Hautqualität. Die Farben leuchten richtig, die sind auch sehr sauber gezeichnet, die Fische. Und hier dann gleich mehrere Varietäten, unter anderem auch ein Sanke. Hier kommt gleich noch ein Shusui in die Wanne. Aber es gibt ja auch tolle Ginrin-Koi, sehr, sehr starkes und intensives Ginrin. Man kann das sehr schön erkennen, wie stark das leuchtet und wie aufgebürstet über den ganzen Koi drüber. Also wirklich eine super tolle Auswahl von allem, was die Yoshikigoi Koi Farm zu bieten hat. Und natürlich auch ein paar größere Fische, die wirklich eine sehr, sehr, sehr tolle Hautqualität bieten. Es gibt auch ein paar
interessante Unique Koi, also Fische, die man jetzt vielleicht keiner richtigen Varietät zuordnen kann, aber auch größere Kollegen und auch für die gibt es mit Sicherheit Liebhaber. Hier haben wir euch einfach mal ein paar mit dem Kescher hochgeholt. Wir müssen die ja nicht alle in die Wanne setzen, ist ja auch Stress für die Tiere. Und deswegen hier mal ein schöner Metallic Koi, der so ins Bräunliche reingeht. Und auch ein großer Butterfly schwimmt hier. So geht so Richtung, ja, letzten Endes Matsuba-Ogon, nur als Butterfly-Variante. Und hier dann ein Yamabuki als Butterfly, auch ein sehr, sehr großer Kollege. Sieht man echt selten, solche großen Butterfly-Koi. Hier dann nochmal ein paar günstigere Fische, 95 Euro das Stück. Auch hier ein Shusui, der mehr ins Orange geht. Und noch ein Deutsch-Kollege, auch sehr toll anzusehen. Hier dann noch ein paar, wieder ein Shusui Kohaku dabei, aber auch ein, ja, Hariwake würde ich mal sagen und ein dunklerer Deutz. Dann noch mal ein bisschen Futter bei die Fische, dass ihr auch sehen könnt, dass die richtig gut ans Futter gehen und auch das wieder ein sehr gutes Zeichen für das Gesundheitslevel, das hier vor Ort echt super zu sein scheint. Koi Corner hatten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Super schöner Einblick hier in die Anlage. Und wenn euch das gefallen hat, gebt mir doch ein Like für das Video. Bei Fragen, Anregungen, Kritik bitte direkt bei YouTube drunter posten. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, jede Woche ein neues Video rund um das Thema Koi. Und damit möchte ich mich aus Berne verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, Leute. Ciao.